Willkommen Reisende. Wir sind zurück bei No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gern abonnieren und liken. Und nun viel Spaß. Das Null einschätzen, ob der jetzt ein Stück länger ist oder nicht. Oder ob man das überhaupt an der Länge erkennen kann. Sag mal, gib doch mal Gas. Also wieder A ist sehr ungewöhnlich. Alter, jetzt steht da 40. Warum steht da jetzt 40 und nicht 39? Ah, diese Frachterkämpfe. Das meint ihr im neuen blöden Speicherpunkt, ne? Das ist der letzte Scheiß. Nee, oh, bin ganz verwirrt jetzt hier. Oh, so. Also, Utiangi. Nein, da. Ist zwar nur ein Zwei-Sterne-System, aber. Ah. Und fuck, ich glaube, das war ein Gag-System. Oh, die Gags auf dem Frachter nerven immer so abartig. Keine Sorge, ich baller immer nur die beiden ab. Und dann finde ich den Frachter nicht wieder. Hä? Ja, krass. Ah, da. Und dann landen wir immer, weil kaufen wir uns ja nur ein S. Wenn wir es denn. Oh, mit dem Landen hinkriegen. Boah, das Spiel mag das echt nicht, in einem Piratenkampf einfach zu landen. Nee, gut. Also immerhin funktioniert es noch so, wie es soll. Dann gucken wir jetzt am besten 3 Sterne Nicht-Gag-System. Waikin wäre ja. Oh Gott. Waikin wäre ja von mir aus okay. Kovacs ist auch cool, aber deren Frachter ist echt Mist. Da fliegt man andauernd beim Starten und Landen gegen diese blöde Antenne. So, was ist denn das hier? Das sind Kovacs. Kovacs. 2 Sterne. 2. Gar keine. 2. Will das doch an hier. Gar keins. Gar keins. 2. 2. 1. Korvax. Korvax. Wie viele? Viking 2. Auch bei Keen 2. 1, 2. So, was gibt's hier noch? Gag. Oh, bei Keen 3. Rechts von der Basis zählt als besucht. Müssen wir uns mal merken.
Und da gibt es ein paar. Also der ist jetzt aber auf jeden Fall kürzer als der eben. Der hat nämlich an der Seite nur vier von diesen Dingern. Ich hasse Frachterkampf. Immerhin muss man es nur einmal machen. Nur weiß ich nicht, ob das mit der Klasse oder generell mit dem System zusammenhängt jetzt. Ob der Länge jetzt behält, weil dann müssen wir in ein anderes System. Weil wenn, wollte ich schon einen ganz langen großen. Ja gut, der behält die Länge. Das liegt am System. Schade eigentlich. Müssen wir gucken, ob wir ein anderes 3-Sterne-System haben. Sonst müssen wir das in dem 2-Sterne vom Anfang testen. Wir machen das ja nur in 3 Sterne, weil da die Wahrscheinlichkeit auf S höher ist. Zwar nur minimal, aber... Das wieder los hier. So, was ist das? Piratensystem. Das, oh Gott, wählt doch das Richtige dann. Das waren Zweier. Was? Ja, hallo. Oh, Mensch. Zwei. Piratensystem. Ist gar kein System. Eins. Zwei. Zwei. Drei Vaikin. Gut, also ganz außen. Gut, rechts ganz außen. Mal gucken. Also immer merken, rechts ganz außen. Gucken, ob die einen kurzen oder langen Frachter haben. Weil was bringt einem so ein Kinderfrachter, ey? Das ist ein langer Frachter. Der hat auch oben hier noch so ein Ding. Ist bewaffnet und länger. Der hat hier auch super viele Waffen. Wir müssen nur landen, bevor er auseinandergeschossen wird. Boah. Oh nein, nein, nein. Ah. Oh. Boah. Das sollten sie echt mal reparieren. Und direkt ein A-Frachter. Aber wir wollen es. SSS. Wir wollen den S-Frachter. Immerhin haben wir jetzt schon lang gefunden und im 3-Sterne-System. Jetzt brauchen wir nur noch etwas. Nein. Etwas Glück und dann brauchen wir nie wieder Piratenkämpfe machen. Yay. Ich muss aber zugeben, hat echt lange gedauert, ehe ich herausgefunden habe, dass man die Piratenkämpfe gar nicht machen muss. Dass man einfach direkt landen kann und gucken kann,
welche Klasse das Schiff hat. Hat ein bisschen gedauert. Mehrere Stunden scheiß Piratenkampf hat das gedauert. So. Nein, ah. Scheiße, was war denn das jetzt? So. War der eben auch schon blau? Die Landesequenz ist im Piratenkampf nämlich nicht an. Sehr gefährlich da zu landen. C. Da, 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 da. So. Auch kurz 2 Minuten, da das ja sowieso ein bisschen länger dauert jetzt. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das nicht so allzu lange dauert. Letztes Mal haben wir zwar schnell S-Klasse bekommen, aber wer es gesehen hat, die wollten mir den nicht geben. Also habe ich das ganze System zerschossen. Nur deshalb muss ich immer noch mit diesem Willow-Frachter rumtingeln. Aber jetzt haben wir genug Geld für S-Klasse dabei. Mehr wie 190 Millionen sollte das nicht kosten. Haben wir überhaupt noch 190? Ah, wir haben schon 203. Können wir uns auf jeden Fall leisten dann. Deshalb wäre vorher auch Goldmine eigentlich sinnvoll gewesen, aber ja, so geht ja jetzt auch. Dann sind wir zwar pleite, aber können uns die Goldmine noch setzen und dann wieder Geld verdienen. Und das alles mit einem schönen großen Frachter. Müssen nur sehen, das Blau da in der Ansicht uns dann nochmal angucken, ob wir den vielleicht ein bisschen umfärben. Da habe ich ja eh schon wieder vergessen, ob das 5000 oder 50.000 Naniten kostet pro Farbe, aber das haben wir auch. Und so ein Sternzerstörer ist auch schon echt schön. So. Ja, finden die jetzt ganz witzig oder was? Ich schieße lieber nicht, sonst schieße ich nur wieder auf den Frachter. Oh nein. Oh. Nee, oh, landen sollst du da. Herrgott. Ja, zum Glück. Oh. Also, wenn wir auf die Navigationsdaten kurz warten vor dem Schiff, macht's keinen Krach. Relativ häufig hier in dem System einen A-Frachter. Sonst sieht man immer so B, B, ganz viele C, dann A, dann wieder ganz viele Bs. Aber hier relativ häufig A. Also, wer nur einen A-Frachter möchte, ist das auch richtig gut. 2 Versuche oder 3? Hast du direkt den A-Frachter.
Also es ist ein entspanntes System. Da war das. Und wenn man nicht kämpft, geht das auch alles viel schneller. Würde sich aber sehr gut passen, da wir ja die Frachter-Upgrades vorhin uns schon alle geholt haben. Danach müssen wir dann auch das System scannen. Nicht, dass hier irgendein guter Planet ist. Und uns den Teleportpunkt holen. Oh, gib mir den Landepunkt. Los, los. Oh, los. Gib mir doch den Landepunkt. Da. Schon wieder ein A-Frachter. Also das System ist super. Da müsste man auch bessere Schiffe finden. Besser ein Drei-Sterne-System. Und auch direkt in der Nähe von der Atlas-Station. Kann alles miteinander verbinden. Boah, Herrgott, wo sind wir denn rausgekommen? Landekoordinaten. Los, los. Gib mir doch die Landekoordinaten. Ah. Einmal in Zeitlupe gelandet. Ah, aber schlechter als eben der. Mal gucken, dass wir bald einen kriegen. Das wäre schön. Dann würde es auch lohnen, sich den auszubauen. Das habe ich mit dem hier nicht gemacht, weil. Den wollte ich sowieso nicht. Und benutzen tue ich auch einen ausgebauten nur als Lager oder sich zum Hinwarpen. Ich habe schon lieber eine Planetenbasis. So. Einmal die Landekoordinaten bitte. Gib uns doch die Landekoordinaten. Dann nicht. Oh, Lande.
Ja, ein A. Also in dem System hat man ja auch mehr Glück als Verstand. Noch nie gesehen, dass so oft ein A-Frachter kommt. Man sieht direkt, dass Raikin Kriegervolk sind. Bewaffnet bis zum Abwinken, das Ding. So. Da wollen wir hin. Dabei kann sein, wenn wir hier in dem System schon waren, dann habe ich das bestimmt auch gescannt. Meteorit. Ja, umbenannt haben wir es auch schon. Dann habe ich die Planeten sicherlich gescannt. Aber egal, was wir machen, bloß nicht auf den Frachter schießen. Sonst wollen sie einem den nämlich nicht mehr verkaufen. Gib mir die Koordinaten. Los. Ah, jetzt mal wieder ein C-Frachter. Kämpfen muss man auch nur, wenn man noch keinen Frachter hat, damit man den als Belohnung bekommt, den ersten. Aber da wir den nicht als Belohnung kriegen, sondern kaufen müssen, beziehungsweise eintauschen, können wir auch direkt landen. Krass wäre, wenn wir nicht jedes Mal gegen so Meteoriten knallen würden. Los, los. Gib mir Koordinaten. Na, los. Ah. Los. Der hat auch immerhin eine gute Größe im Vergleich zu den Schiffen. Manche sehen so klein aus neben den Schiffen. Ah, Frachter. Na, lange probieren wir es ja noch nicht, also. Geht ja noch. Ich habe von einem gehört, der hatte richtig Pech. Der hat da 8 Stunden gesessen und das immer und immer wieder gemacht. Sonst ist meist so im Schnitt 2 Stunden. Wenn man Glück hat, ein bisschen früher. Oder es kommt halt auch auf die Anzahl der Versuche an und gar nicht so auf die Zeit. Mit der Zeit ist natürlich, wenn du immer kämpfst, dann kommt die Zeit ja auch schnell zustande. Aber wir können in der Zeit ja viel mehr abdecken. Da wir ja einfach nur landen. Nein, oh. Scheiße. War gut, ich dachte, ich hätte ihn kaputt gemacht.
Ah, Frachter. Wir wollen ein S-Frachter. So. Und gut, dass es auch als besucht markiert ist, dann finden wir es schnell wieder, das System. Wo sind sie denn? Da. Versehen. Na. Wieder. Also meist kommt ja nach einem 10S-Frachter. Aber komischerweise kriegen wir hier ja auch nur sehr selten B. Entweder A oder direkt C. So. Oh, B. Endlich mal ein B. Nicht die ganze Zeit nur A. Ich könnte ja erstmal so Frachter. Erstmal aktualisieren. Die Module haben wir ja schon. Und solange es kein Gag-Frachter ist, weil bei den Fregattenmissionen der Typ. Der Gag, den er anquatschen muss, selbst wenn du ihn nicht anquatscht und einfach nur da auf der Brücke stehst, der redet und redet und macht Geräusche, der ist nur nervig, der Typ. Wir haben den Meteorit schon wieder gerammt.
Oh, oh, nein. Ah, oh, nee. Oh. Oha. Uiuiui. Das wäre aber fast schief gegangen. Wollte er mich nicht reinlassen? B. Zum Glück lädt es auch jedes Mal schnell. Und auch gut, dass das überhaupt funktioniert. Dass man das so lange wiederholen kann, bis man das Schiff hat, was man noch will. Und in der Klasse, in der man es will. Ah, direkt in der Nähe vom Frachter. Ja, nee. So wird das aber nix. Gib mir die Koordinaten. Das macht dann jedes Mal wieder hellwach. B. Cool. Eben kriegen wir in einer Tour 10-mal hintereinander A, jetzt kriegen wir in einer Tour B. Das wäre ja auch cool. Und dann die ganze Zeit C und dann kriegen wir ein S. Von mir aus also. Wenn die das unbedingt so rum machen wollen. Haben wir jetzt ja gar kein Problem mit. Könnten sie auch als Meilenstein einfügen, so. Du hast durchgehalten und einen S-Frachter bekommen. Natürlich muss man am Namen noch irgendwie was ändern, aber. Cool wäre schon. Da das ein bisschen monoton ist, danach erstmal eine Goldmine bauen. Außer das dauert gar nicht so lang, dann kann man wenigstens noch schnell. Obwohl die Lagereinheiten können wir so oder so reinbauen. Den ganzen anderen Kram muss man ja nicht umbauen. Lagereinheiten rein, die ganzen Module einbauen. Jetzt wieder ein B. Oh, ob das daran liegt, in welcher Bucht wir landen? Dann nehmen wir gleich mal ganz rechts die. Weil es uns da reinlässt. Vierhundertvierundsechzig Lichtjahre. Die Menschheit bräuchte dafür ewig. Wir ein paar Sekunden. Immerhin haben sie hier wirklich die Entfernung wirklich auf so gemacht, dass du wirklich ein paar Sekunden Hyperraum brauchst und nicht einfach direkt da bist. Außerdem ist das auch eine gute Ladesequenz dann, damit das Spiel nachlädt.
So, rechts wollten wir mal probieren. Das jetzt schießen gerade alle auf mich. Nee, ist trotzdem B. Also daran liegt das schon mal nicht. Aber das Spiel sagt sich jetzt, ja, du hättest ja so einen A-Frachter nehmen können. Wir haben dir ein paar angeboten. Jetzt zeigen wir dir erstmal nur noch B. Wenn man die mit, weiß nicht, 100.000 Naniten einfach aufwerten könnte. So wie Schiffe. Könnte man sich das komplett sparen. Aber dann wäre auch ein bisschen langweilig. Kannst du ja einfach irgendeinen nehmen. So hast du wenigstens noch so Erfolg, dass du den selber ewig farmen musstest. Nein, nein, na. Oh. B. Komisch sowieso, dass bei mir in der Nähe so viele 3-Sterne-Korvax-Systeme gibt. Es. Oh. Ging viel schneller als erwartet. So, Captain ist jetzt meiner. Ach was, man kann die Basis jetzt transferieren? Geil. Yay, woo, unser S-Frachter, woo. Und hier steht jetzt kein nerviger Gag, wow. So. Davon haben wir 9 Stück vorhin bekommen, die brauchen wir nämlich hierfür. Also, die wäre schon aufgebraucht. Hoffentlich kann man die multiplizieren. So, und hier sind nämlich die Räume. Dafür brauchen wir die auch. Wegen dem Teleporterraum. Pflanzenraum. Die musst du echt auf jedem Spielstand neu freischalten.
So, also die Farben kosten 5000 Nieten. Naja, wir haben ja ein paar. So. Jetzt haben wir uns hier so einen blöden Speicherpunkt irgendwo. Am besten hier hin. So. Nein, geht nicht. Wir haben diesen kleinen Scheiß Speicherpunkt noch nicht freigeschaltet. So, hier ist draußen. Okay. Hier könnten wir prinzipiell eine Fregatte losschicken. Also, nee. Also, losschicken natürlich vorne. Oh, Fregattenmodul. Cool. So, was zum. Ey, Alter, der hat das echt übertragen. Ja, kaputt. Dann können wir jetzt ja. Die Sachen sind alle im Schiff. War ja klar. So, jetzt wird hier Lager da angezeigt, aber wer weiß welches. Also tun wir das alles in Anzug. Und von da dann in den Lagerbehälter. Ach, obwohl. Könntest du auch direkt einbauen. Bin ja auch intelligent. So. Übern. Das Geschwindigkeit. Überantrieb. E. Überantrieb. Noch ein. Oder? Oder nehmen wir den da? So. Geschwindigkeit. Erkundung. Bergbau. Bergbau. Geschwindigkeit. Da. Erkundung. Bergbau. Und volles Bergbau. Kampfstärke. Da. Handel. Gott, uns fehlt hier eine Reihe. Machen wir das erstmal so. So. Was haben wir hier noch? Handel. Dann müssen wir den hier jetzt einmal den da einsetzen. Dann können wir den da einsetzen. Also wir kommen jetzt 1600 weit. Das ist schon wieder Müll. So. Das kommt ins Anzug. Anzug. Und jetzt machen wir das so. Also. Hier ist alles voll falsch. Jetzt müssen wir auch noch den richtigen suchen hier. Elemente. So, da, das kommt erstmal raus. Weil dafür haben wir ja einen eigenen, haben wir gesehen. Das kommt da rein. So. Das kommt da rein.
Ja, wozu zählt das eigentlich? Dazu vielleicht. Aber dann das hier bestimmt auch. So. Also, und ja, siehst du, Glas. Den nennen wir jetzt erstmal Nahrung. Nahrung. So. Da kommt das nämlich jetzt erstmal alles rein. Viel mehr Sinn. Da bin ich unschlüssig, was das überhaupt ist. So. Lagererweiterung. Fregattenmodule. Was ist das da? Frachtschott. Oh. Davon brauchen wir sehr, sehr viele. Exo-Anzug. Raumschiff. Okay. Dann kommt das noch hier hin. So. Das kommt in den Müll. Das darüber. Und müsste das nicht eigentlich hier hin? So. So. Gut. Jetzt haben wir unser S-Klasse Frachter. So, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt, gern abonnieren und liken. Ansonsten bis zum nächsten Mal.